Hallo Freunde, ich bin's Flo, willkommen zurück zu einem Video bei Flo Motion Time und heute geht's weiter hier mit dem Onmyoji Food Stalls und zwar ist das letzte Set aus dieser Serie von den Onmyoji Sets von Keyplay. Mir wurden die Sets ja hier geliehen vom super netten Zuschauer Kammerjäger. Vielen lieben Dank nochmal dafür und ja, hier seht ihr schon, das fertige Set steht hier schon aufgebaut, ein super süßes Set und zwar haben wir hier die K20119. Soll wieder auch so ein Mochi-Shop wohl sein. So süße. Allerdings süße Variation wahrscheinlich. Und hier haben wir auch wieder die Figur. Der heißt diesmal wohl Shiro Mujo, wenn ich da richtig nachgeguckt habe. Und wir haben hier ungefähr 375 Teile mit dem Teiletrenner im Set, wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe wieder selbst natürlich nachgezählt. Hier in der Anleitung steht wieder mal nirgendwo drauf, auch online nichts zu finden, aber so in etwa. So, und bevor ich jetzt ins Detail gehe, wie immer, kommt erstmal das Aufbauvideo. Also viel Spaß und bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder mit dem fertig gebauten Mochi-Shop hier aus der Onmyoji Food Festival Serie. Habe hier alle fünf zustehen, also super süße kleine Sets. Mir gefallen hier wirklich sehr gut. Fangen wir erstmal wie immer mit der Anleitung an. Die haben wir hier 34 Seiten, kleines dünnes Heftchen, ist in Vollfarbe alles bedruckt und alle Baustellen so ganz leicht ausgeblasst, aber man erkennt die Farbe noch, das finde ich sehr gut. Und mir ist auch wieder aufgefallen, hier haben wir das gleiche wie bei dem Set hier auch, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Wo zwei Teile zusammen aufgenopft waren, zusammengesteckt waren, um sie zu bedrucken. Hier ist das gleiche, und zwar diese Fahne hier, die wurde offenbar auf so eine Viererstange schon zusammengesteckt und dann in einem Rutsch bedruckt, damit die Prints wunderbar ineinander übergehen. Und kurz hier auf dem Bild sieht man, sie hat es genauso gemacht. Die sollte dann die Fahnenteile da quasi von der Stange abmachen und hier eine etwas längere Stange dann benutzen. Später hier, wo er sie festhält. Ansonsten Keyplay-Steine-Qualität ist natürlich sehr gut, da gibt es gar nichts zu meckern, Klemmkraft und Farben und so weiter sind top, auch die Prints sind 1A, super schön. Nur kleiner Negativpunkt diesmal, es hat ein einziges Teil gefehlt, ich blende euch mal ein, lieber Kameka, nur damit Bescheid weißt, es hat wirklich dieses eine Teil gefehlt, ich habe hier blöd nochmal hier gesucht, aber es ist nicht dabei gewesen, leider. Ist es aber nicht weiter tragisch, also ich habe es hier auf der Rückseite, sieht man es, wenn ihr oben guckt, seht ihr es vielleicht, da ist irgendwo so ein Ten-farbenes Teil drin. Ja, das habe ich da reingemacht. Da gehört eigentlich so ein, dieses braune, schokobraunfarbene rein. Das hat hier leider gefehlt. Allerdings ist das Teil hier unten auch nochmal zweimal im Fuß, am Tischfuß verbaut. Also da könnte man es locker nochmal austauschen, unauffällig. Dann der Aufbau ist natürlich, ja, ich finde, sehr einfach. Das Schwierigste ist wahrscheinlich hier der Baum zu bauen. Der ist natürlich ein bisschen fummeliger, aber der Rest ist natürlich sehr einfach und macht auch viel Spaß. Was so einfach ist, macht es viel Spaß, auch die Qualität und so, wie gesagt, ist nämlich
richtig gut. Dann ja, guckt euch die Figur an. Die steht hier. Es handelt sich hier wohl um Shiro Mucho, heißt er, glaube ich. Ich habe es nachgeguckt. Also wie gesagt, ich habe den Anime ja nicht geguckt oder das Spiel auch nicht wirklich viel gespielt. Aber ich habe extra versucht herauszufinden, wer es ist. Ja, seine Aufgabe ist wohl, die Seelen von den Toten ins Totenreich oder sowas zu begleiten. Sowas war das, glaube ich. Ja, ihr seht schon, sehr schön bedruckt von allen Seiten wieder mal mit einem schicken großen Hut. Steht auch von alleine. Hat auch eine schicke große Fahne hier dabei mit Skelett. Ihr seht schon, die habe ich eben schon gesagt, sehr schön bedruckt ist. Also die Prinzen hier wirklich sehr gut. Dann gucken wir uns das Set an. Fangen wir vorne an. Ja, es soll hier wohl so ein Mochi-Shop sein schon wieder. Allerdings diesmal nur in schwarz-weiß. Wir haben ja auch nur schwarz-weiße Bällchen und so. Ja, gucken wir uns von vorne an. Hier vorne an der Ecke sehen wir schon so ein kleines Bällchen mit einem frechen Gesicht. Dann hier auf dem Boden, das finde ich sehr schön. Wir haben so ganz kleine runde Fliesen mit Kirschblüten drauf. Das finde ich immer ganz niedlich. Dann hier, ich weiß gar nicht, soll es eine Laterne sein? Da bin ich mir nicht sicher. Aber hier sind auch so eine schönen Schleifenprints drauf. Das finde ich ganz hübsch. Hier vorne noch eine Bank mit zwei so einen runden Fliesen drauf, die, ich denke mal, das Holzmuster sein. Baumscheiben eben, zum Sitzen gedacht sind. Hier diese große, nicht Laterne, ein großer Mast, soll es ja wohl sein. Da haben wir zwei Fliesen mit irgendwelchen chinesischen Schriftzeichen drauf, die ich nicht lesen kann. Also ich habe meine Freundin nachgefragt, sie meinte, hier steht irgendwas mit heißem Wasser drauf, das andere kann sie auch nicht lesen. Gut. Dann haben wir hier oben noch ziemlich viele bedruckte Fliesen, die finde ich so ein bisschen wie Wattebällchen aussehen, oder was meint ihr? Wie so kleine Schäfchen, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, aber für mich sieht es aus wie Wattebällchen. Und haben wir hier noch so ein schwarzes kleines Mutschi-Kopf und hier nochmal zwei ja, auf so einer Scheibe drauf. Noch eine Besonderheit ist hier, vielleicht seht ihr das, diese vier oder insgesamt sechs haben wir so eine Plastik Folien, sage ich jetzt mal dazu. Die werden hier einfach nur oben dran gesteckt oder hinter einer Noppe versteckt. Also quasi so ein Vorhang, einmal rechts und links vom Set, und hier vorne sind zweimal so eine Schleife und hier diese typischen ja, diese Papier oder Bänder, die so drunter hängen. Sieht ganz cool aus, finde ich eine witzige Idee. Papier wäre jetzt allerdings schöner gewesen, oder so ein Stoff, nicht Papier, sondern so eine stoffähnliche Bahn anstatt dieses Plastiks. Sembo hatte das ja bei den kleinen Foodstores. Da war es ja so eine, ja, eine, war ja auch Plastik irgendwelches am Ende, aber eben gewebtes stoffähnliches Material, was ein bisschen schöner aussieht als dieses ganz blanke, billige, ausgestanzte Plastik. Aber okay, trotzdem eine schöne Idee. Dann von der Seite her sieht man nur den großen Kirschbaum, der so rüberwächst. Und nochmal diese plastige Wand. Dann von hinten können wir reingucken. Haben wir wieder diese NetEase Games. Fliese auf dem Boden, die bedruckte. Ja, hier ist natürlich auch wieder die Blanko-Fliese dabei. Habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Der Teiletrenner natürlich. Hier ist die Blanko-Fliese und das ist, was übergeblieben ist an Teilen. Kleinkram. Und auch viele, oder nicht viele, aber einige bedruckte Fliesen. Vielleicht seht ihr es hier. So eine, na. Ich krieg's gar nicht auf den Finger. So, vielleicht seht ihr es. Eine bedruckte Fliese mit ein paar Kirschblütenblättchen drauf. Davon sind ein paar auch so eine Gesichter übergeblieben. Ist natürlich immer sehr schön. So, dann von hinten. Ja, wie gesagt, da können wir jetzt reingucken. Hier sieht man diesmal ein bisschen mehr. Und so haben wir hier wieder so einen großen Tisch. Soll das wohl sein. Wahrscheinlich der Verkaufstisch oder so. Dort sind die ganzen Mochi-Kugeln, Bällchen, flachgedrückte Runde und so weiter drauf. Alle mit einem lustigen, traurigen oder wie auch immer Gesicht. Ja, eine Anleitung. Ich habe das so gebaut, wie es eine Anleitung ist. Sie gucken jetzt nach hinten raus. Hier vorne auf dem Bild gucken sie eigentlich nach vorne raus. Sieht irgendwie auch lustig aus. Würde ich wahrscheinlich auch nochmal ändern, dass sie nach, so nach vorne raus gucken und nicht nach hinten die Gesichter. Ups, ist jetzt aber auch nur eine Kleinigkeit. Zack. Guckt euch an, aber sehen nämlich ganz witzig und süß aus, die Gesichter. Ich weiß auch nicht genau, was es darstellen soll. Es soll ja wohl Mochi sein. Hier ist auch so ein kleines Fähnchen drin. Ich weiß auch nicht genau, wozu, ehrlich gesagt. Oh, okay. Platztechnisch, ja, wir haben ja hier die Figur mit relativ großem Hut, muss man dazu sagen.
passt überhaupt nicht rein, wenn sie steht, oder? Ja, doch, sie passt rein. Im Stehen sogar. Könnt ihr sehen? Ich hätte jetzt gedacht, sie passt nicht rein mit Hut, wenn sie steht. Im Sitzen habe ich schon probiert, im Sitzen ging. Aber sie passt sogar im Stehen rein. Lustigerweise sind dort auf dem Fußboden auch so eine 2x2 große Ecke freigelassen worden, wo man die jetzt aufnappen kann. Da steht sie jetzt auch gerade. Das finde ich natürlich sehr praktisch. Sieht vielleicht erstmal ein bisschen komisch aus, aber Figur passt dadurch rein. Also würde da unten jetzt der Boden gefliest sein, an dieser einen Stelle würde die Figur nicht reinpassen. Nur im Sitzen. So passt es auch im Stehen rein. Ist doch praktisch. Nun gut, da machen wir auf der Seite noch weiter. Ja, haben wir nochmal diese Plastikbahn und hier nochmal eine bedruckte Fliese, so eine kleine Fahne, was auch immer. Da steht in Japanisch Umai drauf, also ja, lecker, so in etwa. Und das war's dann auch schon. Ich finde es immer lustig, dass in diesen Sets hier Chinesisch und Japanisch gemischt wird. Nun gut, chinesischer Hersteller ist dann wohl so. Insgesamt super süßes Set. Ich hole mal die Figur wieder raus, damit wir sie sehen können. Und Taste. Jetzt noch die Fahnen hier drücken. Sieht doch viel besser aus. Jetzt muss er noch stehen bleiben. So. Also insgesamt sehr schöne Sets hier. Die ganze Serie ist ja relativ unbekannt, würde ich mal sagen, bei uns. Ich kann es vorher jetzt ehrlich gesagt ja auch nicht. Und bin aber echt positiv überrascht. Also mir gefallen die Sets wirklich gut, auch wenn man jetzt kein Fan der Series oder den Anime, das Spiel und so weiter nicht kennt. Ich finde, die Sets haben trotzdem alle was für sich so. Finde ich einfach sehr hübsch. Eine tolle Idee. Und ja, solche kleinen Keepe-Sets hätte ich gerne noch mehr. Ich kann sie definitiv weiterempfehlen, wer da sich für interessiert. Ich finde sie nämlich alle hübsch, auch falls ihr euch erinnert an die große Arena, die ich als erstes aufgebaut habe mit den ganzen Figuren, die mir auch der Kammerjäger alles geliehen hat. Also wirklich sehr, sehr schöne Sets. Bin ich schon neidisch auf den Kammerjäger, dass er die ganzen schönen Sets hat und ich nicht. Und ich sie bald jetzt wieder alle einpacken muss und zurückschicken muss. Also ich kann sie, wie gesagt, nur weiterempfehlen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.